Ja, weil der Move für mich noch nie gut war. Jo Leute, und cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Und wir haben hier den Heiligen Gral. Der war ja in der Vergangenheit schon mal richtig, richtig gut und richtig, richtig schlecht. Die Rede ist von der My Little Box. Habe ich Ewigkeiten nicht mehr ausgepackt, Millionen Jahre bestimmt schon. Also nur auf meinem Instagram-Kanal kannst du auf jeden Fall gerne reinschauen. Und ich würde sagen, damit schlagen wir gar nicht lange und starten. Übrigens, es wird zu mir auf Arbeit geliefert, ne? Und es kommt gar nicht mal so selten vor, dass ich das bemale. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Vorwärts, rückwärts, einwärts ran, Hackenspitze, hoch das Bein. Ja, hello. Die sind halt auch immer ein bisschen süß, ne? Das ist echt niedlich. Da steht einfach jemand mit einer Gießkanne. Und die hat so ein Kopftuch. Also nicht so ein Kopftuch, sondern so ein Bandana. Bandana? Bandana. Und ich glaube, dass wir hier vielleicht auch einen Bandana drin haben. Also erstmal Pflanzenwächterin zum Ausschneiden. Zum Schutz deiner Sprösslinge. Aber meinst du, dann denken die Käfer, oh, da ist jemand, da gehe ich nicht ran? Weiß ich nicht. Na gut. Es regnet übrigens gerade sehr. Es hat vor ein paar Minuten hat noch Balle die Sonne geschienen. Okay, hier geht es gerade irgendwie viel um Pflanzen. Booklet für deinen Lifestyle in Grün. So überleben deine Zimmerpflanzen. Pflanzenpflege für Dummies. Das kann ich tatsächlich gebrauchen. Caudalie schlüpft in deine Box. Okay, das ist eine... Siehste, informiert wie immer. Das ist ja abgefahren. Ja gut, dann holen wir das mal raus hier. Also erstmal können wir bitte darüber reden, wie süß das ist. Ich habe mir keine Ahnung, was man wirklich damit will. Ja, vielleicht um so einen hässlichen Topf zu übertopfen. Aber ist auf jeden Fall, steht auch drin von Caudalie. Aber ist echt schön. So, und dann haben wir diesen von Oma geklauten Sack aus dem Keller. Finde ich echt gar nicht schön. Aber wie gesagt, die haben kein Plastik und das feiere ich ja ein bisschen in ihren Verpackungen. Und ich würde sagen, wir holen einfach mal das erste raus. Und das ist Caudalie. Es ist auch nicht immer ganz so einfach, wenn alles auf Französisch draufsteht. Was könntest denn du sein? Ah, hier, guck mal, auf Englisch auch. Moisturizing, Hyaluronic. Ja, ist irgendwas fürs Gesicht, irgendeine... Ach, Body Lotion. Es steht da sogar. Ja, es ist eine Body Lotion. Also kurz gesagt, nichts für mich. Das zweite, was ich hier raushol, ist schon ein bisschen offen. Du, da hat der Kleber nicht gereicht. Es sieht mir ein bisschen aus, als könnten hier Blumensamen drin sein. Oh nein, okay. Hier sind tatsächlich zwei Ringe drin, die ich auch gar nicht hässlich finde. Aber das ist ja mein Leiden. Sie sind in Gold und ich trage Roségold und das beißt sich. Aber meine Freundin... Alter, was habt ihr für Finger? Hallo, meine stirbt ab direkt, aber ist okay. Ja, ich meine, man kann ihn ein bisschen größer stellen, aber dann, wenn so ein Ring offen ist, sieht halt irgendwie komisch aus, finde ich. Kriegt aber auf jeden Fall meine Freundin irgendwie vielleicht in ihr Osterpaket oder so. Yes. Was bist du? Moisturizing Sorbet. Okay. Sensitive Skin. Ich würde mal sagen, das ist eine Gesichtscreme, weiß es aber nicht zu 100%. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du glaubst, dass es was anderes ist. Oder weißt, dass es was anderes ist. Ja. Da ist nicht mal so ein Dings drauf, aber riecht erstmal nach gar nichts. Nach nüchte. Nüchte, nüchte. Das nächste, was ich hier raushole, ist My Little Box Caudalie. Ich weiß nicht. Für La Serviette Tauban. Ein Turban. Oh no! Cool, warte mal. Ich muss es mal aufmachen. Hier drin ist nämlich eine Beschreibung. Und jetzt ist wieder Ballersonne oder was. Es ist zum Ausrasten hier heute. Ich muss mir echt angewöhnen, dass hier zu meinem Repertoire echt eine Schere kommt oder so. Guck mal, hier. Hier ist es gut beschrieben. In Bildes. Schön in Bildes. Ja, okay, also es soll schneller die Haare trocknen, glaube ich. Also dann bin ich quasi... Alter, das muss ich probieren. Ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Erstmal über Kopf. So. Dann. Also normalerweise wäre das natürlich nass, ne? Französisch. Okay, ich versuche die Bilder nachzumachen. Die Haare sind vielleicht ein bisschen lang für das Tuch. Und dann stecke ich das hinten offensichtlich irgendwo ran. Ja,
Okay, meine Little Box. Macht doch sonst vielleicht einfach noch ein bisschen schlechtere Qualität. Hat gut geklappt. Meine Freundin Laura, die ihr ab und zu auch schon mal in Videos gesehen habt, ne? Die reklamiert ja so eine Scheiße auch immer direkt, ne? Und das hatten wir jetzt gar nicht mal so selten, dass sowas direkt. Also klar, ich kann das einfach wieder festnähen, aber es geht doch ein bisschen ums Prinzip, oder? Der hängt auch nur noch auf 7:30. Guck dir das an hier, die Scheiße. Der ist auch gleich ab hier. Ja. Also ich meine, man zahlt, das ist die Box, also für die zahlt man mehr als für eine Glossy-Box. 17 oder 18 Euro und ich finde das einfach frech. Mann, ich finde es so frech. Ich finde es wirklich frech. Es geht einfach ständig was kaputt und das ist eine unfassbar schlechte Qualität. Ich weiß, alle denken jetzt, boah, wie chill mal dein Leben, aber es ist wirklich so. Ich pack das erste Mal hier für YouTube so eine Box aus und dann ist die auch noch richtig blöd. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. So, und das Letzte, was ich hier raushole, es hat sicherlich trotzdem alles seinen Wert, aber trotzdem ist es einfach nicht geil. Und meine Freundin Laura, wie gesagt, die schreibt dann da immer hin und reklamiert das, aber ich will immer meine Zeit da nicht rein investieren. Deswegen mache ich es auch nicht, aber ist halt nervig. Tja, das wird ein Reinigungsmousse, denke ich mal, sein. Genau, Cleanser. So ein Mousse-Cleanser, schätze ich mal. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Aber es steht hier auch nichts auf Deutsch drauf. Da wäre auch zu schade. Diese passive Aggressivität in diesem Video ist schön, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde sagen, das ist so ein Mousse-Cleanser. Hier so ein... um Rückstände zu dingsen. Aber sag mir auch da gerne, ob das stimmt. Vielleicht übersetze ich mir das nochmal und schreibe euch das im Zweifel selbst rein. Oh, hallo! Sonne geht auf. Ja, nee. Ach scheiße, ich bin sauer. Ich bin wirklich sauer. Das hätte ich richtig gefeiert, aber wenn ich die Seite annähe, ist die gleich mit ab. Also, für meine Haarlänge, na gut, wenn sie vielleicht nass sind, wäre das gegangen, aber es hat so gut angefangen. Aber man muss sagen, eigentlich sind alle Dinge hier drin cool, außer dieses Turban-Ding, was jetzt irgendwie schon kaputt ist. Aber es ist halt leider keine Seltenheit bei My Little Box, muss man halt fairerweise sagen. Also, wie oft sind mir Dinge nach ein, zwei Mal benutzen kaputt gegangen? Ja, also dieses Ding ist, glaube ich, aber ein bisschen mein Highlight. Das ist schon irgendwie süß. Und diese Caudalie-Produkte sind ja auch total teuer und hochwertig und so. Deswegen geht es klar. Aber es ist halt blöd. Es ist halt einfach blöd. So, halt, stopp, jetzt rede ich. Nee, ich muss mich damit ja nicht so reinsteigern. Aber es ist halt einfach richtig schade, wenn du dich auf eine Sache voll freust und dann ist es nicht heil. Okay, damit ist die Geschichte leer. Also wir haben alles rausgeholt, was drin war. Ich finde grundsätzlich total gut, dass sie sagen hier, dein Begleiter für deine Pflanze, wie du es schaffst, dass sie und so, ne? Das ist total das süße Thema. Ich finde auch den Schmuck da drin immer so niedlich. Nur leider kann man irgendwie nicht angeben, welche Schmuckfarbe das haben soll. Vielleicht geht es ja irgendwann. Oder vielleicht geht es ja auch schon und ich weiß es nicht. Sag's mir gerne, falls es so ist. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich bei euch. Ich blende dir hier nochmal einen Kommentar ein und sage Danke an die ganzen Cuties, die immer kommentieren und liken und da sind. Und wenn ein Video online ist, irgendwie in den ersten halben Stunden schon 40 Leute geguckt haben, ich feiere euch, ich sehe euch. Und damit würde ich sagen, bin ich raus, Mickey Maus. Und Ahoi Brause!